Hallo und herzliche Willkommen zu einer weiteren Folge von Gold Rush, dem Goldgräber-Simulator. So, ich habe die Wasserfilter gefunden. Ich glaube, die brauchten wir, ne? Letzte Folge ist schon wieder ein bisschen her. Und anschließend bauen wir noch einen großen Gartenschlauch. Nehmen wir mal den hier so lange, bis wir einen anderen finden. So. Und dann, glaube ich, haben wir alles, damit wir unsere mega coole vollautomatische Waschanlage zusammenbauen. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob es jetzt daran lag. Packen wir mal alles ein. Einmal den Schlauch. So. Und einmal den Filter. So. Ja, ich freue mich nach wie vor, dass dieses Spiel bei euch so gut ankommt und soll ich euch ein Geheimnis verraten. Jetzt nur mal unter uns. Ich habe mich auch schon so mega drauf gefreut, dass ich eigentlich gar nicht mehr aufhören kann zu spielen. Also deswegen gibt es auch so viele Folgen. Moment, es ist und langjährige Garderobe-Zuschauer mögen das bestätigen können. Das ist sehr ungewöhnlich, dass so viele Folgen von einem Spiel so schnell rauskommen. Das gab es zuletzt, ich glaube, bei Factorio oder so. Weil es ist, ich mag das hier irgendwie so, obwohl ich mich auch ein bisschen vielleicht nicht so schlau anstelle. Eine ganz wichtige Sache nochmal eben kurz angesprochen, meine Stammzuschauer dürfen sich gerne die Ohren zuhalten. Für alle, die jetzt neu sind in meinem Kanal, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich nehme immer staffelweise auf. Das heißt, wenn ihr in die Kommentare schreibt, zum Beispiel Dinge wie, du kannst eine Matte mehrmals auswaschen, dann sind schon viele weitere Folgen online, nicht online, sondern aufgenommen. Und deswegen ist es nicht so, dass ich euren Kommentar nicht lese oder ernst nehme und nicht auf Kritik eingehe oder so, sondern einfach, ich kann es noch nicht gelesen haben, ne? Also zum Beispiel die Folgen von, wo die ersten Kommentare auftauchten wegen den Matten, die habe ich am 15.10. aufgenommen. Und wenn du jetzt überlegst, wann du deinen Kommentar geschrieben hast, dann weißt du auch, wann entsprechend, ne, wann ich drauf hätte reagieren können. Also gar nicht, weil ich kann, also ich kann jede Menge, ich kann machen, dass die Luft stinkt, vollautomatisch, ich kann aber leider nicht Zeitreisen und vor einer Videoaufnahme schon mal gucken, was du irgendwann in der Zukunft natürlich als Kommentar schreibst. Ich denke, das ist verständlich. So, irgendwas ruckelt hier wieder so ein bisschen. Ja, bei mir steht irgendwann in ein paar Jahren steht die 4 vorne und trotzdem meinte einer, ob ich 12 sei. Nee, aber ich bin einfach auch jemand, der sich da auf ein Spiel einlässt und der dann auch wirklich richtig Spaß drin hat. Und wenn es euch lieber ist, dass ich so spiele. Ja. Hier geht's bergauf. So, mal das Differentialgetriebe einschalten. Jetzt fahre ich hier links um die Kurve. Obwohl, das war eigentlich eine Rechtskurve. Ach ja, ich verwechsel das immer. Jetzt kommen wir an unserem Claim an. Mein Vogel. Ich glaube, es ist ein Eichelheer, aber ich bin mir nicht sicher. Da ist unser Claim. Ja. Ich hoffe, das funktioniert. Ach nee, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich kann das nicht. So. Da ist unser Schlauch. Und den stecken wir mal rein. Wo ist denn hier ein passendes Loch? Nehmen wir das so lange. Und dieses Ende werfen wir mal hier in den Fluss. So, dann sollte hier Wasser ankommen. Kommt nicht. Okay, wahrscheinlich, weil wir noch den Filter dran setzen müssen. Hallo, Filter. So, Filter dran. Kein Wasser. Müssen wir vielleicht erst einschalten. Wir schalten mal ein. So, und los!
kein Wasser. Weil, nämlich, ja, weil... Der Olaf erklärt euch das mal, wenn man das... Ich hab nichts gesagt. So. Jetzt läuft hier das Wasser. Jetzt, Moment. Ich will jetzt mal was erklären. Weil ich, weil viele immer gesagt haben, ich muss das machen. Halt, falsch. So, ich muss das machen. Bis jetzt haben wir Folgendes gelernt. Wir packen 10 Schaufeln. 10 Schaufeln in den Abscheider. Und 10 Schaufeln ergeben ungefähr 3-4% in jeder Matte. Merken. Okay? Gut. Jetzt. Wir haben 100% Sprit. Ich will das jetzt sofort auch wissenschaftlich angehen. Das heißt, wir gucken jetzt, wie viel Sprit verbrauchen wir. Was kostet der Sprit? Ist das the time and the effort wert, ne? So. Und dann hieß es nämlich, du kannst da jetzt dranbleiben. Und so weiter. Alles jetzt total easy, peasy. Da bin ich nämlich mal gespannt. So, wir müssen mal hier in die Nähe der Schaufel. 1, 2, 3, 4. Matthäus. Matthäus auf Möller. Möller. Möller auf Riedle. Riedle schießt. So. Wir sind jetzt bei 8 Schaufeln, wenn ich richtig im Hinterkopf gezählt habe. 9, 10. Also. Learning. Die Umrechnung. Also das hat keinen Effekt darauf, soll es auch nicht haben, ich weiß. Aber es hätte ja sein können, dass die Entwickler das so machen, dass man da ein bisschen weniger bekommt. Ich muss mal diese dämliche Lampe wegpacken hier, die nervt mich gerade. Dazu machen wir wieder aus, weil wir wollen keinen Sprit verschwenden. Und wir haben 2% Sprit gebraucht. Dafür müssen wir nicht zum Wasser. So, pass auf, die Lampe, die stellen wir mal hier oben irgendwo hin. Weil das ist so traurig. Warum bleibt die denn nicht stehen? Wie kann man die denn besser hinstellen? So vielleicht. Vor allem haben wir jetzt auch Lichter, wo wir was brauchen. Okay. Ja, und jetzt können wir hier erstmal eine Runde buddeln, würde ich sagen. Aber natürlich, ganz klar, ist es jetzt ein Vorteil gegenüber vorher, dass wir jetzt hier nicht mehr... immer dann hier das Schaufeln unterbrechen. Wir können hier im Loch drin bleiben. Ich würde nur gerne irgendwie eine Stelle finden, wo ich euch jetzt nicht so maximal quäle mit der Hin- und Herlauferei. Ja. Während wir weiter buddeln, würde ich gerne über die nächsten Pläne sprechen. Also, ich habe euch das hier gezeigt, wie das funktioniert. Also das Automatische. Und unser Ziel ist ja so ein bisschen, alles mal zu sehen, alles mal so ein bisschen abzudecken. Das bedeutet... dass unser nächstes Ziel meiner Meinung nach sein sollte, dass wir Tier 2 anfangen. So, für Tier 2, wir rekapitulieren. Dafür brauchen wir einen Bagger. Der Bagger kostet, glaube ich, 25.000. Und meine Frage wäre halt, ob wir mit dem Bagger, das weiß ich nämlich nicht, ob wir mit dem Bagger hier reinfahren können. Wenn wir mit dem Bagger hier rüberfahren können, dann können wir nämlich hier mit dem Bagger vielleicht ganz vorsichtig die Schaufel da ausleeren. Und das wäre halt cool. Wenn das nicht gehen sollte, dann brauchen wir, glaube ich, einen Waschtisch. Einen Waschtisch. Und der kostet, was kostete der? 9.000, ne? Hatten wir das vor ein paar Folgen mal in dem... Oh, da reicht das Geld aber nicht. Kann das sein? Also, haben wir auf jeden Fall noch einen Sinn hier, dass wir hier weiter buddeln. Noch geht das ja auch. Also, ich mache das jetzt noch so lange, wie wir hier in Reichweite von dem Schaufel-Icon sind, weil ich glaube,
Es wird höchst undankbar, wenn wir jedes Mal hin und her laufen müssen. Für diejenigen übrigens, die sich wie ich gewundert haben, dass wir möglicherweise hier aus dem Loch nicht mehr rauskommen, ist es so, dass der Boden, also der Untergrundboden, der hier verbaut wurde, das auf jeden Fall immer noch ermöglicht. Also wir können hier ruhig bis auf den Boden bauen und kommen immer wieder raus. Das ist kein Problem. So. Hashtag Service. Würde ich mal sagen, ich grabe mal ein bisschen weiter in diesem Loch hier rum. Und wir sehen uns sofort wieder, wenn die Matten ein bisschen voller sind. Denn ich habe mir noch einen weiteren Tipp genannt, nämlich, das habe ich eben schon angesprochen, das mit dem Matten auswaschen, dass man die mehrmals auswaschen kann. Und dadurch sollen auch größere Klunker und Steine rauskommen. Und wir brauchen ja noch ein bisschen Geld, weil ich glaube, wie gesagt, dass unser Geld nicht reicht für... Ich glaube, da fehlen uns 2.000, 3.000 Euro für den Waschtisch. Also für beides zusammen. Cool fände ich es, wenn wir jetzt ein kleines Förderwerk bauen könnten, dass wir hier von diesem Loch ausgehend, dass wir dann da weiter basteln können. Aber das geht leider nicht. Ja, wie gesagt, ich grab mal eben weiter und wir sehen uns sofort wieder. Ein Mann. Und sein Loch. Okay, das klang jetzt zugegebenermaßen wieder ein bisschen falsch. Wir machen mal aus. Aus, nicht an. So. Und da sehen wir, wir haben 15% Fuelverbrauch. Könnt ihr jetzt mal ausrechnen, was das wohl kostet. Und jetzt kommt der spannende Moment, wo ich mal wieder einen eurer formidablen... Wo ich mal wieder einen eurer formidablen Tipps probieren werde. Nämlich die Matten mehrmals auswaschen. Ob das wohl funktioniert. So, die Lampe steht da schon wieder. So, angeblich funktioniert das. Also, Matte raus. Eins. Zwei. Drei. Ja, der dreht die mal um, ne? Vier. Zweimal von beiden Seiten. Soll, glaube ich, passen. Eins. Was? Da kommt aus einer Matte so viel raus wie aus... Ne. Erzähl mir doch nichts. Kannst mir ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist, aber das kannst du mir nicht erzählen. So. Dann habt ihr auch immer wieder geschrieben und ich habe das durchaus gelesen, dass man es über die Rillen abkippen muss, aber irgendwie, also mir gelingt das nicht, muss ich sagen. So, wir haben wieder den Stand 0,0 Unzen und fangen wieder von vorne an. Und ja, ich könnte es über die Rillen abkippen, aber wie soll ich denn das, dann müsste ich das ja so machen irgendwie. Oh. Also, ob das jetzt mehr ist, das weiß ich nicht. Das ist jetzt nur eine Matte, ne? Ich habe auch Zweifel, dass die in der Rille drin bleiben, wenn du verstehst, was ich meine. Da wäre nämlich einer fast rausgehottelt. Hm. Wahrscheinlich eine sehr ungewöhnliche Perspektive, dieses Spiel zu spielen.
Also ich glaube, dass mit den Matten und dem Mehrfach-Ausspülen, ich bin ganz ehrlich, davon bin ich jetzt nicht überzeugt, muss ich sagen, auf Basis dieser, was ich hier bis jetzt sehe. Würde ich sagen, wer die Idee möglicherweise hatte, lag falsch. Weil jetzt haben wir 0,3. Ja, es haben auch viele Leute geschrieben, einmal waschen reicht. Also, das glaube ich nicht. Das mit den Matten mehrfach waschen scheint zumindest bei mir nicht zu fruchten. Vielleicht haben wir auch unterschiedliche Ausbeuten jetzt in den Geräten drin. Ich mache mal ein bisschen vorsichtiger. Das war ein bisschen zu. So. So ist es schon nicht schlecht, ne? Jetzt hatte ich gerade mal wieder den Dreh raus. Das war jetzt mal 0,3er, 0,1, 0,1. Also irgendwie, ob das wirklich eine gute Idee war mit den Matten, ich weiß es nicht. Vielleicht nur zweimal. Also, dass man eine Matte nur zweimal reinkippt, ich weiß nicht. So, dass sozusagen beim Auswaschen. Oder aber durch die Pumpe ist es weniger effizient als mit der Hand. So. Der Bottich ist auch gleich voll. Also wie die auch zuverlässig in der Rille drin bleiben, das ist mir auch noch nicht ganz schlüssig. Also das hat sich, wie gesagt, so würde ich jetzt sagen, hat sich nicht gelohnt. Andererseits haben wir jetzt noch drei Matten da liegen, ne? Das könnte so oder so sein, ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich glaube, das war es auch schon wieder. So, und dann haben wir auch definitiv genug hier geschrubbt. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, damit ihr euch schon mal drauf freuen könnt, in der nächsten Folge werden wir mal schauen, ob wir uns mal einen Bagger holen und gucken, ob wir mit dem Bagger in das Loch reinkommen. Damit wir da eventuell nicht mehr 500 Schaufeln reinschaufeln müssen, sondern das auch schneller geht. Also ich bin sicher, dass wir so auch über diese Kante auch trotzdem Gold rauswerfen und Gold verlieren. Und hier ist ja, jedes Goldklümpchen ist hier ja Gold wert. So, wie gesagt, das war jetzt eine Matte und aus einer Matte haben wir jetzt 17 Unzen. 0,17. Tja, okay. Ich glaube, hallo? Ich glaube, das hat nichts gebracht. Aber dazu müsste ich jetzt den Vergleich machen und jetzt einmal zwei Matten. Ach, war schon leer. Okay. Gut, dann gehe ich mal eben die. Oh, ist Nacht. Dann gehe ich mir eben eine weitere Matte holen.
beziehungsweise zwei weitere Matten und jeweils nur einmal reinzukippen. Wir sehen also jetzt 20 Unzen und das Ergebnis dieses Tests seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Dieses und viele andere fantastische Videos in meinem Kanal gibt es dank der fantastischen Unterstützer auf Tippi. Schau doch mal selber vorbei, tippi.com/Garderobe und erfahre mehr darüber und über die Belohnung und viele weitere Infos zu diesem Kanal. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.